Wir befinden uns in einem brandneuen Matrix Plus 670 DL der Firma Adria. Und was uns an dem Fahrzeug so gut gefällt, ist vor allen Dingen der Grundriss. Lasst euch überraschen und schaut euch am besten dieses Video an. Basisfahrzeug ist hier ein Fiat Ducato 8 mit 160 PS Schaltgetriebe. Wir haben hier dieses tolle Panoramafenster, was sich in dem Fall sogar öffnen lässt. Danach hier schöne Ablagen, die nicht besonders tief sind, aber für Kleinigkeiten durchaus passabel. Hier Push, kleine Fächer, was sich im ganzen Fahrzeug durchsetzt. Das sind solche kleinen Platten, die mit kleinen Schrauben gehalten werden, wo wahrscheinlich sich Technik hinter verbirgt, wo man dann entsprechend auch da gut rankommt. Was sich auch durchs ganze Fahrzeug sieht, sind solche kleinen Lampen, die auf hier zugegeben an der kleinen Schiene, aber die auf Schienen an Schienen hängen, so dass man die hier verrücken kann und auch hier auch USB und ähnliches noch reinhängen kann. Ein ganz tolles System. Ich sitze in einer Face-to-Face-Gruppe. Über mir ist in diesem Fall ein Hubbett. Die Stehhöhe haben wir hier gemessen, ist 1,89. Also für mich wird es ein bisschen knapp mit Schuhen. Und ich sitze an einem wunderschönen großen Tisch. Und das ist die zweite Besonderheit neben der Face-to-Face-Gruppe. Diesen Tisch kann man auch einklappen. Und dadurch kann man hier wunderbar vorbeilaufen. Und trotzdem kann man an diesem Tisch noch essen, arbeiten oder eben auch Fernsehen gucken. Diese beiden Sitzgruppen lassen sich auch zu Sitzen für die Fahrt umbauen. Dafür sind hier, man kann es an den Anschnallgurten schon erahnen, Anschnallgurte. Das finde ich jetzt suboptimal, dass man die ganze Zeit sieht. Und man würde praktisch hier das Ganze hochklappen, hier vorne das wegklappen, damit man dann hier sitzen würde und dort sitzen würde. Zeige ich euch noch den Boden am besten. Wir haben hier einen Doppelboden, das ist natürlich auch ganz toll. Hier eine Klappe, um an den Wassertank zu kommen. Darunter sitzt die Heizung mit entsprechendem Ausschaller. Und hier hinten versteckt ist noch eine Klappe mit dem Frostrichter. Was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, weil es schon so standardmäßig ist, sind natürlich, wir haben hier Aufstellfenster, Rahmenfenster mit Verdunklung und Fliegengitter, wie man das kennt, und hier auch Push-Schränke, die in dem Fall natürlich ein bisschen kleiner ausfallen, weil wir das Hubbett haben. Ansonsten wären die hier größer und durchgängig. Und hier auch, das ist der Aufbautür geschuldet, ein Schiebefenster. Und weiter geht's in der Küche. So, jetzt zeige ich euch die Küche. Wir haben hier oben zwei kleine Türen. Das hakt ein bisschen getrennt. Geschuldet dem Hubbett natürlich. Sonst wäre es eine komplette Klappe durchgehend. Hier unten haben wir Steckdosen. 230 Volt. Das Licht, das man einschalten kann. Leider können wir es heute nicht einschalten, weil die hier die Batterie leer ist. Und ein Abzug. Was ich auch schön finde, ist die Verblendung hier hinten. Die kann man schon sauber machen, wenn man gekocht hat. Wie gesagt, das Fenster aufmachen. Hier haben wir ein Gewürzregal. Alternativ kann man bei Adria auch für die Kaffeemaschine, für die PET-Maschine noch ein anderes Regalsystem verbauen lassen. Weiter geht's mit der Spüle. Da gibt es dazu das Bettchen. Die Spüle ist relativ tief, genau so tief wie meine Hand. Passt einiges rein, ist mal keine große Bratpfanne vielleicht. Dafür haben wir aber ein großes Kochfeld. Das finde ich sehr, sehr schön gelöst bei Adria. Wir haben ein Dreiflammen-Kochfeld, was sehr breit auseinander
gesetzt ist und man kann es sehr gut reinigen, wenn man die Gitter einfach abnimmt. Und das finde ich auch sehr, sehr schön mit den externen Knöpfen zum Anmachen. Genau. Man hat ja wirklich wahnsinnig viel Arbeitsfläche, was ich auch wirklich sehr praktisch finde. Alternativ kann man hier noch Essig und Öl hinstellen, wenn man möchte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Clou, was ich, das Adria hat sich etwas einfallen lassen. Wir haben hier die ganz normalen Push-Box. Und wenn ich die rausmache, habe ich einfach nur ein schönes Bedienelement zum Rausziehen. Schönen Griff. Die Schubladen sind normal tief. Hier unten haben wir noch ein Fach. Hier, um wahrscheinlich auf die Technik anzukommen, was man aufschrauben kann. Also auch wieder sehr servicefreundlich gemacht. Und die kann man zum Beispiel in Konserven reinmachen. Man sieht, schnappt schnell zu. Hier kann man natürlich eine Steckschublade mit reinbauen. Die gibt es bei Adria nicht dazu. Das muss man ja zukaufen. Schön unterteilt auch, dass man hier ein bisschen wie Gewürze oder Kleinkram reinmachen kann. Finde ich sehr, sehr schön gelöst. Auch von der Optik her schön abgerundet. Schönes Design, haben sich wirklich was einfallen lassen. Also die Küche rundherum vom Design her wirklich sehr, sehr schön. Wir kommen mal zum Kühlschrank, denn wenn man kochen möchte, braucht man Zutaten zum Kochen. Da haben wir einen großen Zapfort-Kühlschrank, 145 Liter, mit einem großen Eisfach. Ja. Und schöne Unterstellmöglichkeiten. Ja. Und hier oben haben wir noch ein Fach. Ja. Können wir noch einiges unterkriegen. Erst dachte ich, kann man hier einen Backofen reinstellen, aber Adria hat sich was anderes überlegt. Man kann den Backofen separat auch hier bestellen und ihn hier mit reinmachen. Verliert natürlich auch Fläche. Den Fernseher kann man natürlich einen großen und einen kleinen verbauen. Ups, will ich so recht. Klar, 22 Zoll würde ich jetzt so reinbekommen oder ich nehme eine größere Variante und kann dann schieben. Sag mal. Das ist immer noch nicht zu. Ja, irgendwie. Das muss halt nachgestellt werden. Das ist klar, es ist ja ein neues Fahrzeug. Hier haben wir noch was Schönes. Also hier kann man natürlich was hinlegen. Wir lassen es jetzt. Hier drin haben wir auch nochmal Lademöglichkeiten, USB, also super zum Handy aufladen. Hier kann man einen Ringschirm reinstellen, Zeitschriften oder kleine Sandalen vielleicht hier reinmachen. Oder Hundeleien zum Beispiel, würde mir jetzt einfallen. Der Mülleimer von Adria. Passt viel rein. Maximal 3 Kilo. Man hat die Verdunklung mit dabei. Das ist ja, wenn man Fenster hat, hat man automatisch Verdunklung. Und das hat Uli vergessen, zeige ich euch nochmal, weil hier kommt man aber direkt dran zur Technik. Oh, da seht ihr nochmal einen Sicherungskasten. Stefanie hat auch was vergessen in der Küche. Ja. Da verbirgt sie nämlich auch noch was Tolles drunter. Das Geheimfach? Nein. Hier kann man ganz bequem natürlich das Gas abdrehen. Ne? Und vielleicht irgendwas Kleines dazustellen, was auch immer. Aber schön gelöst, dass man es nicht irgendwie mit einem Gesteckkasten hat. Man muss ja nicht so häufig daran. Genau. Hier seht ihr gerade den Vorhang zum Hubbett. Wir hätten es gerne runtergelassen, aber kein Strom. Das geht nämlich automatisch mittels. Wo haben wir denn die Taste? Ja, das ist die Drittstufe. Schau mal, die Taste vom Hubbett. Kannst du mal ausmachen? So nach langem Suchen. Hier unten besser. So, und jetzt geht's weiter im Bad. Der ultimative Test bei mir ist natürlich, ich bin 1,90 Meter groß, mit Schuhen ein bisschen mehr, ist natürlich die Dusche, ob ich da reinpasse. Das probieren wir jetzt auch mal. Und das geht. Unten seht ihr zwei Abläufe, wenn man schräg steht. Hier mit Magneten gesichert. Geht relativ schwer. So. Was mir auch gut gefällt, ist, dass das hier klar ist und nicht matt. Ich habe hier auch noch extrem viel Platz zur Dachluke. Ich kann hier mich gut drehen und wenden, duschen. Ich mache mal wieder auf. Denn
Hier ist auch noch ganz spannend, hier hinter kann man sein Duschgel lagern und hier ist der Lichtschalter verborgen. Was hier fehlt, ist hier ein Haken, den kann man sich vielleicht noch nachrichten, dass man hier mal nasse Sachen auch reinhängen kann. Und einen schönen Duschkopf. Ein Duschkopf. Stefanie spricht manchmal so schnell. So, man kann hier den Badbereich abtrennen vom Wohnbereich. Was ich sehr toll finde, übrigens dann hier auch mit einer Schiebetür nachher den Schlafbereich. Kommen wir hier zur Toilette. Das hier ist Plastik. Es ist jetzt, wenn man das anfasst, ist es nicht die ideale Haptik, aber ist natürlich dem Gewicht geschuldet. Optisch sieht es ja sehr schön aus. Hier hat man einen sehr großen Schrank. Auch schön hier, kann eigentlich nichts rausfallen. Da oben ist noch eine Steckdose. Hier sind wieder diese kleinen Lämpchen verbaut, die man verrücken kann. Frage wäre da, kann ich jetzt nicht beantworten, ob man da vielleicht noch ein, zwei mehr Spots reinsetzen kann, wenn man es denn braucht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Hier finde ich auch sehr schön gelöst, dieses Fach nochmal, was praktisch den Platz von hinten wegnimmt, aus dem Schlafbereich, aber das stört im Schlafbereich überhaupt nicht, im Gegenteil. Hier unten noch ein großer Schrank, also ich finde, in dem Bad ist sehr, sehr viel Platz, muss ich wirklich sagen. Nichts und hier Toilette auch von Z-Ford. Kann ich mich hier auch bequem drauf sitzen, kann man hier auch drehen. Da kann ich sicherlich auch die Tür zumachen und weiter geht's dann im Schlafzimmer. Ich habe mich gerade gestoßen. Ich war zu schnell vom Einsteigen ins Bett. Muss ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin hier gerade irgendwie rangekommen. Ja, willkommen in meinem Schlafzimmer. Was ich sehr schön finde, die Bettenmaße sind fast identisch. Also man muss sich hier nicht streiten, welche Seite man schlafen möchte. Ja, ganz kurz. Wir haben hier auf der linken Seite 2 Meter und auf der anderen Seite 2 Zentimeter weniger, was dieser Tür hier geschuldet ist. Und in der Breite sogar 2,18 Meter. Super. Hier haben wir die Schränke. 3 Stück an der Zahl, die sehr tief sind, 25 cm und ich kriege mal einiges rein. Und was ich wirklich sehr schön finde, dass die wirklich sich nur unten verjüngen. Das heißt, beim Aufstehen, das zeigst du das mal, das geht super gut. Ach, schön bequem. Ich mache hier gerade meine Bauchübung, ne? Also ich stoße hier nicht an und das ist echt gut. Ich bin jetzt 1,68 Meter groß, also ich habe da wirklich Kopffreiheit. Und was ich auch sehr schön finde, auch hier immer wieder die Lesespots auf der Schiene. Lichtschalter. Wäre halt schön zu wissen, ob es ein Zentrallichtschalter ist, konnten wir jetzt nicht ausprobieren, weil das Wohnmobil nicht am Strom angeschlossen ist. Was ich auch schön finde, hier immer wieder USB. Also man kann auch hier nochmal das Handy laden. Die Frage ist nur, wohin mit dem Handy? Vielleicht hier hoch. Hier hat man nur von der Gardine halt nochmal die Befestigung. Da hat man noch ein bisschen Ablagefläche. Da kann man auch da das Handy drauflegen. Was ich sehr, sehr schön gelöst finde. Achso, dann zeige ich nochmal kurz. Man kann das Bett natürlich verbreitern. Mein Gott, es ist alles nicht so schwer für mich. Und kann man daraus die Riesengroße. Ja, andersrum. Liegefliese. Andersrum. Du bist der Meister an Tetris. Was der Uli gerade im Bad gemeint hat mit dem Regal, das seht ihr hier nochmal. Das ist die Ausbuchtung von dem Regal im Bad. Und hier könnt ihr natürlich auch den zweiten Fernseher anschließen. Hinten habt ihr den Anschluss für den Fernseher. Und hier nochmal das Lichtarrangement von dem Wohnmobil. Hier hinten, das finde ich sehr, sehr schön. Hier hinten ist nämlich sehr, sehr schön. Haben wir nochmal auch das Regalsystem quasi identisch. Das sieht wirklich optisch sehr, sehr schön aus. Wenn man verreist, braucht man viel Platz. Und den haben wir hier unten.
Das ist die klappbare Tür, die Adria-typisch ist, die man einfach reinschiebt. Jetzt sind hier Kissen drin, aber hier hat man Unmengen an Platz. Das ist gigantisch, was man hier an Platz hat. Man hat hier auch zum Aufhängen für die Kleider nochmal eine Kleiderstange. Also wirklich echt gigantisch. Man wirklich viel transportiert. Ich mache es wieder zu. So, auf das rausmachen natürlich. Und auf der anderen Seite haben sie es anders gelöst. Hier hat man Schubkästen. Hier eine ganz große Schublade. Da kriegt man wirklich hier runter. Also hier habt ihr wirklich nach oben hin, habt ihr keine, also keine wirkliche Begrenzung jetzt hier, sondern könnt wirklich bis hier hin an Staumöglichkeiten. Ihr könnt Jeanshosen, Pullover und so weiter gut verstauen. Und hier unten ist eine kleine Schublade. Ist jetzt gerade meine Handtasche drin. Und die Handtasche ist so breit. Und das kriegt ihr auch nur hin. Also das habe ich mal als Maßstab genommen. Also hier unten ist wirklich was für Socken vielleicht. Unterwäsche. Mehr passt da wirklich nicht. Unten für den Mann und oben für die Frau. Genau. Zum Beispiel. Finde ich eine gute Lösung. Mhm. Super, Uli. Hier hat man natürlich auch noch eine Platzmöglichkeit. Verstaumöglichkeit. Und das ist die Schublade, die auch in die Heckgarage führt. Man muss halt aufpassen beim Beladen, wenn man es rausschieben möchte. Muss man sich überlegen, wie man es am besten macht. Ne? Genau. Okay. Vielleicht wäre auch eine normale Box angebrachter gewesen als die Schublade. Okay, das war's. Achso, die Tür noch, genau. So, ich gehe jetzt schlafen. Ja, kommen wir zum Fazit. Wir sitzen hier in einem Adria Matrix 670 DL. Ja, Modelljahr 2022 auf einem Fiat Ducato 160 PS. Und das Fahrzeug ist 7,49 Meter lang. Und mir persönlich hat besonders gut eben dieses Face-to-Face gefällt mir besonders gut, weil dadurch gewinnt man hier unheimlich viel Platz. Ist natürlich auch mit Hunden ganz toll. Es wäre aber auch ohne Hunde einen riesen Platz gewinnen. Und dann auch dieser halbe Tisch, an dem wir hier praktisch gerade sitzen. Das ist auch so eine geniale Lösung. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind die Klappen per se, die praktisch nicht ganz nach oben sich öffnen lassen. Das ist für sehr große Menschen doof, weil die haben dann praktisch die Klappe noch vor der Stirn. Das kann man sich vielleicht aber auch noch umändern lassen. Ansonsten finde ich das ein sehr, sehr gelungenes Fahrzeug und das kommt uns garantiert in die engere Wahl. Und was hast du noch? Ich finde die Küche sehr, sehr schön. Die ist wirklich sehr groß gestaltet, sehr schön gestaltet vom Design her. Lädt zum Kochen förmlich ein. Die Spots finde ich nicht schlecht. Auch die Option, dass man da auch wirklich sein Handy laden kann, finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein Schlafbereich, finde ich, sehr, sehr schön gestaltet. Wir sitzen hier in der Plus-Variante, wo man auch entscheiden kann, möchte ich eine alte Heizung oder eine Truma-Heizung. Hier in diesem Modell ist eine Truma-Heizung verbaut. Also da hat man auch die Option zu entscheiden, was man möchte. Und das finde ich schon sehr gut. Und den doppelten Boden finde ich super, muss ich sagen, dass man wirklich keine Stolperkanten hat. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, und es bringt ja auch wahrscheinlich was im Winter oder wenn man in kälteren Regionen steht. Mal aus. Genau. Okay, dann nicht vergessen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und genau. wenn ihr noch nicht habt, dann unbedingt abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr keins unserer nächsten Videos. Und versprochen, wir zeigen jetzt wieder mehr auf unserer Suche nach dem perfekten Wohnmobil und vielleicht könnt ihr uns auch unterstützen bei unserer Suche, uns Tipps geben, vielleicht auch andere Marken benennen, die für uns mit zwei Hunden, mit zwei großen Hunden ideal wären. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Rudelcamper.